Freunde und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal YOLO Horizon. Da sind wir wieder im neuen Video. Bei dem alten Video habt ihr uns ja gesehen, da waren wir in Spanien und von Spanien auf dem Weg nach Frankreich, um uns die Boote da anzugucken. Und das die letzte Info, die ihr hattet, dass wir uns die Bavaria angeguckt haben und dass er unser Favorit war. Bis zu dem Standpunkt war das auch so, bis wir dann uns nochmal kurz geschlossen haben, nochmal darüber gesprochen haben, was ist jetzt wichtig, auf was ist zu achten beim Segelboot. Wir sind ja selber keine Mega-Profis. Klar gibt es das eine oder andere, was man sich anliest, anhört im Internet. Wir haben uns bei Boot 24 Checklisten runtergeladen, oder eher gesagt, der Markus hat das gemacht. Und da sind halt diverse Sachen, die man halt abprüft, ne, bei einem Boot. Das haben wir auch gemacht. Deswegen das Erste, was wir gemacht haben bei der Bavaria, ist uns das angeguckt und die Checkliste so gesehen durchgegangen, aber ohne euch. Weil da habe ich ja schon gesagt, dem Markus, hey, das kann vielleicht ein bisschen zu viel sein. Beim ersten Boot sollten wir uns vielleicht darauf konzentrieren, da keinen Fehler zu machen und da dann vielleicht mal weniger auf die Kamera zu achten. Bei diesem Boot, wo wir jetzt sind, wo man ja auch die Kulissen sieht, wird das ein bisschen anders sein. Da werden wir euch dann sofort mit dazu schalten und dann werdet ihr halt ein bisschen mit dabei sein. Aber auf jeden Fall, um wieder aufs Thema zurückzukommen, nicht abzuschweifen. Die Bavaria ist es im Endeffekt nicht geworden. Wir haben uns die angeguckt, soweit war die auch in Ordnung. Der Makler ist halt wie viele Makler. Erzählen viel und ja, ist alles picobello, alles tutti, mit dem Boot ist alles perfekt. Soweit hatten wir auch ein gutes Gefühl. Wir haben auch sofort nach Osmose gefragt. Das ist halt beim Segelboot wie beim PKW halt, ja, ich weiß nicht, womit kann man das vergleichen? Wie vielleicht eine komplette Durchrüstung, sagen wir jetzt halt mal so. Bei der Osmose, beim Segelboot, das sind halt beim Unterwasserschiff, sind das auf dem Unterwasserschiff Bläschen, die auftauchen, die man sieht. Und jedes Bläschen, was man sieht, heißt nicht sofort, dass es Osmose ist. Es kann auch sein, dass es Lufteinschlüsse sind oder sonst irgendwas. Osmose macht sich bemerkbar, wenn du die Wasserblase, also die Wasserblase, wenn du die Blase aufmachst, kaputt machst und wenn es dann säuerlich riecht, wie vergleichbar mit Essig. Wenn das halt so ist, dann ist es Osmose, dann ist es auf jeden Fall eine Sache, die nicht gut ist. Weil dann muss das ganze Unterwasserschiff, die ganzen Schichten, das muss alles runtergeschliffen werden, komplett bis auf den Gelcoat und muss dann halt wieder neu aufgebaut werden. Und wenn du Pech hast, ist das sogar so schlimm, dass es halt noch weitreichendere Folgen hat. What? Wie zum Beispiel, wenn es jetzt halt ein GFK-Boot ist, dass dann halt, wenn es eine Sandwich-Bauweise ist, wie zum Beispiel beim Wohnmobil, Metall, Holz, Metall, ist hier halt GFK-Holz. Und dann halt wieder GFK, wenn das dann halt durchgefressen ist, kannst du das halt vergessen, ne? Weil dann kannst du das nicht mal eben auf die Schnelle reparieren. Und wir haben den Makler daraufhin angesprochen, ob das Schiff Osmose hat oder hatte. Und hat er natürlich alles verneint und hat gesagt, nee, ist alles picobello. Und erst wo Markus ihm dann gesagt hat, okay, beim Kaufvertrag möchten wir die Klausel drin haben, sollte beim Rauskran Osmose festgestellt werden, treten wir vom Kauf zurück. Und wo der da ihm das gesagt hat, dann auf einmal kam der an mit, ja, da war doch schon was und eventuell ist da sogar ein bisschen was. Das hätte den Eigner, der jetzt ist, also der Besitzer, der den jetzt hat, hätte den auch nicht beunruhigt. So gesehen hat er das dann runtergespielt und gesagt, ist nicht weiter tragisch. So ein kleines bisschen Osmose am Schiff ist nicht wild. Und dazu würde es auch Gutachten geben. Genau. Und das hat er uns dann halt erst da gesagt, nachdem Markus gesagt hat, das möchten wir dann im Kaufvertrag haben. Dann kam der damit raus und so Leuten vertraust du dann halt einfach nicht mehr. Ne? Da kannst du vergessen. Also wer weiß, was er dann noch irgendwo in den Ecken versteckt hat, was er nicht selber sagt. Und wir kommen ja auch nicht auf alles. Wir sind ja auch keine Gutachter oder Sachverständiger. Wir sind auf dem Gebiet ja selber Anfänger, aber trotzdem, ne? Alles kannst du halt nicht abchecken. Und auf jeden Fall haben wir da gesagt, nee, okay, alles klar, hat sich dann für uns erledigt. Weitere Boote haben sich dann da nicht ergeben. Wir haben da zwar noch eine andere gesehen, die uns interessiert hat, aber die Maklerin hatte halt keinen Bock zu arbeiten. Oder hat er keine Zeit, was auch immer. Hat da nicht hingehauen, dann sind wir wieder zurückgeflogen.
Haben wir uns dann halt noch weiter bequatscht. Okay, gut, haben wir dann weiter gesucht und dann haben wir ein paar andere Boote gefunden. Mit dieser, wo wir jetzt sind.